eine Frage für euch und ihr dürft dann gerne reinrufen. In einem Satz, was feiern wir an Ostern? Die Auferstehung, gerne ein bisschen lauter, das ist auch. Ja, wir feiern an Ostern die wichtigste Botschaft der Welt. Jesus ist für unsere Schuld gestorben und auferstanden und er hat den Weg zu Gott freigemacht. Zweite Frage, Pfingsten. Wer kann sich da erinnern? Was feiern wir an Pfingsten? Der Heilige Geist ist hier das Stichwort. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir bezeugen können, Jesus ist der einzige Weg zur Rettung. Und am Donnerstag haben wir uns an die Himmelfahrt von Jesus erinnert. Und ich habe uns die Frage mitgebracht, ja, warum würdigen wir das eigentlich mit einem Feiertag und warum ist Jesus im Himmel? Und wir können lesen, Jesus ließ sich nach seiner Auferstehung 40 Tage lang sehen und hat dann mit seinen Jüngern über das Reich Gottes gesprochen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, Abvers 6, wie Jesus zum Vater wieder zurückkehrt. Und bevor das passiert, lesen wir eine spannende Unterhaltung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Die Jünger haben so viel von Gottes Reich in diesen 40 Tagen erfahren und ich kann diese Frage total verstehen und nachvollziehen. Wann geht's endlich los? Jesus, worauf wartest du denn noch? Wann trittst du deine Herrschaft als König an? Und dürfen wir dabei sein? Werden wir es miterleben? Deswegen fragen sie ja, ist es in unserer Zeit? Und Jesus antwortet, vielleicht schroff, vielleicht liebevoll, wir wissen es nicht. Er antwortet, es wird eine Zeit geben, aber es ist nicht eure Sache, das zu wissen. Und es wäre schade gewesen, wenn das seine letzten Worte gewesen wären, bevor er in den Himmel auffährt. Aber Jesus kommt es, glaube ich, auch nicht auf diese schönen letzten Worte an. Er spricht ganz klar und lenkt unseren Blick auf das Wesentliche. Was nützt es denn, die Zeit der Wiederkunft Jesu zu kennen? Und Paulus schreibt es auch so, ihr habt es nicht nötig, die Zeit zu kennen. Wir müssen immer bereit sein, dass er wiederkommt. Aber unser Leben besteht nicht nur darin, zu warten, dass er wiederkommt oder wir zu ihm gehen zu dürfen. Denn jetzt kommen die letzten Worte, die er an das anknüpft. Und hier sagt Jesus, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Sie enthalten ein Versprechen, die letzten Worte von Jesus. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Ich habe euch diese zwei Ausschnitte aus dem Vers mitgebracht. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Welt. Er zeigt uns hier zwei Dinge. Erstens, wie? Wie geht für uns das Leben hier auf der Erde weiter, wenn Jesus im Himmel ist? Er sagt uns hier, er gibt uns Kraft
durch den Heiligen Geist. Und es ist Gottes Kraft, die unser Leben verändert und uns hilft, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und der zweite Aspekt, wozu? Was ist unsere Bestimmung hier auf der Erde? Wir sollen seine Zeugen sein, bis ans Ende der Erde. Und als Jesus auf der Erde war, war er selbst der Zeuge der Wahrheit. Vor seiner Verurteilung vor Pilatus macht er das nochmal deutlich in Johannes 18, Vers 37. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Es ist seine Bestimmung. Deswegen war er hier auf der Erde. Und vielleicht hörst du dir das jetzt gerade an und fragst dich, was ist eigentlich ein Zeugnis? Das kenne ich höchstens von der Schule noch. Dein Schulzeugnis mit der Unterschrift des Lehrers bescheinigt dir die Leistungen deines Schuljahres. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich war doch viel besser oder das stimmt nicht, was da drin steht. Knallhart zeigt dir dieses Zeugnis, wie es um deine Schulleistung aussieht. Oder wir kennen es auch in der Rechtsprechung. Da werden Zeugen benötigt, die die Wahrheit über das Geschehen wiedergeben. Hier geht es also darum, Wahrheit zu reden. Und das ist unser Anspruch als Nachfolger von Jesus. Wir laufen keiner Ideologie hinterher, sondern wenn wir sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, dann ist das nicht ein individueller Wunsch für mein Leben, sondern wir bezeugen das vor allen. Und jetzt möchte ich mit euch einmal anschauen, wie kann sowas praktisch aussehen? Wie bekommt man diese Wahrheit als Zeugnis so auf den Punkt? Und ich habe euch die Predigt des Petrus aus Apostelgeschichte 2 mitgebracht. Ich lese in dem Abschnitt ab Vers 23. Das ist die Predigt von Paulus zu Pfingsten, die er vor circa oder mindestens 3000 Menschen spricht. Zumindest wird uns überliefert, dass die danach zum Glauben gefunden haben. Ab Vers 23 lese ich. Diesen Mann, also Jesus, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es dann nicht möglich war, dass er von ihnen behalten wurde. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich zurücklassen, noch zugeben, dass dein Heiliger Verwesung sieht. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Und dieser Psalm, der hier zitiert wird, der war den Zuhörern gut bekannt. Wir lesen weiter. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Totenreich zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Er sagt hier, wir wissen ganz genau, wo das Grab von dem König David ist. Und wir sehen hier ein Prinzip für ein biblisches Zeugnis. Erstens, Gottes Wort als Beleg. Er sagt, wir denken uns das nicht aus, sondern Gottes Wort sagt uns in diesem Fall,
Der Christus wird auferstehen. Das steht bereits im Alten Testament. Das war nichts Neues, es war bekannt. Und der zweite Aspekt, was habe ich mit Jesus erlebt? In diesem Fall, die Jünger waren selber Zeugen der Auferstehung von Jesus. Und wenn du Zeugnis gibst, so frag dich auch, wie hat denn Jesus dein Leben von Grund auf verändert? Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Petrus sagt hier auch nochmal in ganz klarer Weise, was ihr in dieser Predigt, was ihr jetzt gerade hört, das wurde von Gott gegeben. Es wurde von Gott ausgegossen. Und alle sollen dadurch zuverlässig erkennen, Jesus ist der Herr und er ist auch der Christus. Er ist der Messias, der prophezeite Retter. Und ich möchte nochmal zusammenfassen. Ich hatte eingangs die Frage gestellt, warum Jesus im Himmel ist. Gott möchte mehr Menschen erretten als nur seine Jünger. Bis ans Ende der Welt sollen alle es hören. Und deswegen ist Jesus wieder in den Himmel zurückgekehrt, weil er möchte, dass wir seine Kraft empfangen, dass wir den Heiligen Geist bekommen. Und er möchte, damit wir seine Wahrheit bezeugen. Und Jesus ist jetzt im Himmel und von dort wird er aber auch wiederkommen in Herrlichkeit, um sein Reich zu errichten. Und vielleicht könnt ihr das, was ich euch heute Morgen wiedergegeben habe, als Ermutigung nehmen, wenn ihr am Montag oder diese Woche auf Arbeit seid oder in der Schule und drüber sprecht, was ihr denn das lange Wochenende Schönes gemacht habt und ihr vielleicht auf das Thema Himmelfahrt kommt, vielleicht das als Anlass zu nehmen, um darüber zu sprechen. Was ist eigentlich Himmelfahrt? Amen.